erste Sommervorbereitung sozusagen mit den Großen absolviert, mit der A-Nationalmannschaft. Erzähl doch mal, wie hat sich die Vorbereitung im Gegensatz zu den letzten Jahren angefühlt und was war anders? Also so im Allgemeinen waren einfach deutlich mehr Lehrgänge. Wir waren in Obertilliach, wir waren in Toblach zur Vorbereitung mit der Mannschaft unterwegs. Das war auf alle Fälle anders wie in der Vergangenheit. War schön, hat Spaß gemacht mit der Mannschaft. Wir haben gute Unterkunft gehabt, gute Bedingungen und ja, war super Vorbereitung. Aber ansonsten so groß von den Inhalten ändert sich das eigentlich auch nicht, weil ja, man versucht ja jedes Jahr das Beste zu machen und da ist jetzt kein so ein großer Unterschied. Was waren denn die anstrengendsten Momente für dich in diesem Sommer? Schwere Frage. Auf der anderen Seite war das Radlfahren. Wir sind viele Pässe gefahren, Passo Ciao. War anstrengend. Aber sonst halt auch das normale Rollertraining, sage ich mal. Da gibt es auch EB-Einheiten, die hauen schon rein. Hast du denn das Gefühl, dass bei dir was gegangen ist im Sommer, dass du dich weiterentwickelt hast, sowohl läuferisch als auch vielleicht im Schießen, aber da bist du eh eigentlich eine Bank? Ja, ich denke schon, dass ich mich schrittweise immer weiter verbessern habe können. Ja, wie weit, das werden wir jetzt erst sehen bei den Wettkämpfen hier oder sonst da im Winter. Ich denke nicht, dass es jetzt ein Sprung ist, der riesengroß ist, aber Schritt für Schritt geht es, glaube ich, schon immer in die richtige Richtung. Woran merkt man das eigentlich als Athlet, dass da was weitergeht? Woran kann man das festmachen? Ja, eigentlich ist es das eigene Gefühl. Also es gibt da gar nicht so viele Faktoren von außen. Klar, man kann ein Video machen, kann da sehen, ob sie die Lauftechnik verändert hat. Aber ja, ich finde, das ist sehr viel auf der Gefühlsebene. Du hast dich ja am Ende des letzten Winters in der Königsklasse durchaus auch schon der Weltspitze genähert oder in der erweiterten Weltspitze dich sogar platzieren können. Was ist das für ein Motivationsschub jetzt für den kommenden Winter und was hast du dir da vielleicht schon für Ziele gesteckt? Ja, man möchte es dann natürlich auf alle Fälle bestätigen, zeigen, dass es nicht nur Eintagsfliege war, sondern dass man sich da halten kann in dem Bereich. Und ja, das wird das Ziel sein, weiterhin vielleicht ein paar Top-10-Ergebnisse im Weltcup. Und ja, ganz klar, dann gibt es halt das Thema mit der Olympiade. Das war natürlich auch schön, wenn ich da dabei sein kann. Ja, wenn dir vor einem Jahr jemand gesagt hätte, du hast vielleicht die Chance, mit nach Sotschi zu fahren, was hättest du da gesagt? Ja, wird schon recht sein. Nein, keine Ahnung, das hätte ich natürlich jetzt halt so nicht geglaubt.